Trauer in der AWD Arena in Hannover. Zehntausende Menschen haben am Sonntagvormittag hier Abschied genommen von Robert Enke, dem Nationaltorwart, der sich am Dienstag das Leben genommen hatte. Sein Sarg war in der Mitte des Stadions aufgebahrt. Enkes Witwe, zahlreiche Vertreter aus Politik und Gesellschaft sowie die gesamte Fußballnationalmannschaft waren gekommen, um sich an diesem Sonntag von Enke zu verabschieden.